Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Video Nummer 2 in diesem Jahr. Und ich sitze jetzt auch erst das zweite Mal wieder auf dem Fahrrad. Also sportlich aktiv war ich jetzt die letzten Tage wirklich überhaupt nicht. Ja, außer das Eisbaden mit Marcel bin ich wirklich gar nicht Fahrrad gefahren. Und eigentlich wollte ich mal wieder mit dem Diverge fahren, aber ja, die Gänge sind übertrieben verstellt. Ich habe es nicht mehr eingestellt bekommen. Ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, das Ding muss ganz dringend in die Inspektion. Dann werde ich jetzt die nächsten Tage mal in Angriff nehmen, sobald ich Zeit dafür habe. Und deswegen habe ich mein gutes Mountainbike wieder dabei. Und ich will eigentlich nur in den Königsforst. Ich stehe jetzt hier an der Straße, deswegen ist es so laut. Aber normalerweise komme ich diesen Trail immer, wenn ich zurückfahre. Jetzt fahre ich das Ding mal in die andere Richtung. Und ja, ich will mich jetzt direkt schon mal einsauen. Also ich würde sagen, let's go. Ordentlicher Deep Dive. Jawohl. So, jetzt muss ich mal während der Fahrt mit der Osmo Action erste Generation ausprobieren. Kein Windschutz, kein externes Mikrofon. Ja, ich habe mir diese Osmo Action dafür gekauft, dass ich die GoPro hier immer am Chestmount oder sonst wo lassen kann und mal eben so eine andere Kamera auspacken kann zum Reinquatschen. Des Weiteren nervt mich ja die GoPro mit ihren Softwarefehlern. In letzter Zeit keine gehabt. Aber so habe ich dann halt noch mal eine extra Kamera und ich merke schon wieder, wie ich außer Atem bin, wenn ich rede. Ja, das ist dann, wenn man mal ein paar Tage nicht mehr Fahrrad gefahren ist und nur gefressen hat, ja, dann bleibt einem einfach die Puste weg, ne? Ja, aber nichtsdestotrotz, ey, du musst ja rausgehen und Fahrrad fahren. Ich finde es immer sehr bemerkenswert, wie der Artyom das macht. Gruß an dieser Stelle. Wenn der mal kurz eine Mittagspause macht, dann strampelt er mal locker flog ich gerade mal 40 Kilometer. Dicken Respektdaumen dafür. Ja, das müsste ich mir eigentlich auch mehr angewöhnen. Obwohl ich ja sowas im Schichtdienst wie eine richtige Pause gar nicht so ausreize. Wie sieht es denn bei euch aus? Wann fahrt ihr Fahrrad? Nehmt ihr euch da extra Zeit für nach Feierabend? Macht ihr das in der Pause? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Weiter geht's. Nein, 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 bitte nicht. Bitte nicht die Kette. Oh, Leute. So. Alles schön an der Hose abschmieren. Wie man das als Kind auch immer gemacht hat, ne? Das Wetter ist eigentlich echt herrlich zum Radfahren. Eigentlich habe ich den Wetterbericht gecheckt. Da stand was von 0 Grad oder 1 Grad. Und natürlich dieses Real-Feel. Da stand dann mehrere Minusgrade. Aber ich finde es gar nicht so kalt. Aber es war trotzdem eine gute Idee, zwei Paar Socken anzuziehen. Hey, diese Berge hochkämpfen. Das ist das beste Training, was man machen kann, ne? Ich meine, gerade ausballern ist schon geil. Aber Berge hoch ist, finde ich, immer noch für mich das beste Training. Deswegen, wenn man im Flachland wohnt, ist das natürlich richtig kacke. Aber ich habe mich jetzt auch sehr viel mit diesem Everesting beschäftigt. Weil da habe ich eigentlich auch mal Bock drauf. Und ich glaube, das werde ich in diesem Jahr auch noch machen. Natürlich nicht mit dem Mountainbike, sondern mit dem Diverge.
Und ja, da muss ich mal gucken, was für eine Strecke, wie oft muss ich das hochfahren. Also da hätte ich mal richtig Bock, ne? Also 8848 Höhenmeter für denjenigen, der nicht weiß, wie hoch der Mount Everest ist. Und ja, mir geht es dann auch wieder nicht um die Zeit, wie schnell schaffe ich das, wie lange brauche ich, sondern einfach, wie fühlen sich diese Höhenmeter an einem Tag in den Beinen an. Und am coolsten finde ich immer noch, hat das der Magnus von Roadbike Party gemacht, der einfach ein Parkhaus hochgefahren ist, auf der anderen Seite wieder runtergerollt. Oder das machst du dann halt ein paar Mal, ne? Je nachdem, wie lange du brauchst. So, hier wieder schöne Waldstimmung, noch schön grün und wir tackern weiter. So, um euch das mal zu zeigen, wie das aussieht, wenn die GoPro einfriert. Keine Ahnung, gut, sieht man jetzt vielleicht nicht so, aber ne, das ist eigentlich das Live-Bild. Ich habe eigentlich gedacht, ich nehme die ganze Zeit auf, aber noch ein, zwei Sachen da, ne, so reingequatscht. Und ja, beim Ausmachen merkst du, ey, piept nicht, ne, weil ich habe die Pieptöne an, damit ich auch weiß, ne, passiert was, wenn ich drücke. Ja, und dann gemerkt, es piept nicht, Kamera nimmt mal wieder nicht auf. Ja, eigentlich wollte ich nur sagen, dass ich hier auf dem übelsten Gravelboden bin. Also das ist die ganz grobe Materie, würde ich mal sagen. Das ist schon, ich glaube, die 300er oder 400er Körnung. Ja, ich glaube nicht, dass das hier so bleiben soll, oder? Ich glaube, wenn man diese komischen fetten Kieselsteine hier hinmacht, dann wird da, glaube ich, noch mal betoniert oder irgendwas gemacht. Aber ich glaube nicht, dass das so bleibt, oder? Ja, wie gesagt, das ist echt sehr grobe Materie hier. Weiß jetzt nicht, dass es unangenehm ist, aber für ein normales Fahrrad ist das schon ganz schön unangenehm dann. Mit so dünnen Reifen. Also für meinen Fixie wäre das jetzt mal absolut gar nichts. Da ist er. Der neue Rennweg. Ja, aber für mich macht der nur Sinn, wenn ich mit dem Gravelbike hier durchballern will, ne? Aber es ist schön, wenn ich mich noch daran zurückerinnere, wie der mal war. Da ja teilweise, dass du wirklich dann so ein bisschen Schlangenlinien fahren musstest, weil ja schon halt viel aufgerissen ist, nur durch Wurzeln und Regen und Kälte und so platzt das natürlich auf. Aber alles komplett neu. Geil. Ja, mit dem Mountainbike jetzt nicht so geil. Ich habe auch ein wenig Luft aus den Reifen gelassen, damit ich Offroad ein bisschen schöner Grip habe. Nee. Aber trotzdem, ja, schöner neuer Rennweg, gefällt mir. So, mal wieder runter vom Rennweg. Ja, kleines Päuschen und nochmal ein Thema, was ich ansprechen wollte. Ich wollte eigentlich immer so ein Thema mit ins Video nehmen. Und zwar, ja, ich habe zwar jetzt schon ein festes Thema für meinen YouTube-Kanal, ne? Ich fahre draußen mit Fahrrädern so oder so. Das ist erstmal das grobe Thema. Und ich sehe halt immer wieder, dass die meisten Fahrradkanäle oder viele Fahrradkanäle halt auf einen Fahrradtyp beschränkt sind, ne? Der eine fährt halt nur Roadbikes. Der eine fährt halt nur Gravel, der andere fährt nur Mountainbike, der eine fährt nur Fixie. Und ich bin eigentlich so, dass ich sagen will, ich finde alle Fahrräder geil. Ich habe auf alles Bock. Wie gesagt, Mountainbike ist sowieso geil. Ihr seht das, ne? Man kann sich richtig geil einsauen, einfach Offroad fahren, einmatschen, Berge runterballern, geil. Mir macht aber das Gravelfahren, seitdem ich ja ein Gravelbike habe, das ist jetzt genau ein Jahr fast, macht mir dieses Gravelfahren halt auch Bock, weil damit kann man viel mehr Strecke machen, du bist schneller, du sitzt halt ein bisschen anders und du kannst auch mal eine Bikepacking-Tour und sowas machen. Ne? Klar kann man mit anderen Fahrrädern auch, aber ich finde es halt mit so einem Gravelbike ist schon angenehmer. Ja, jetzt habe ich mir dieses Fixie/Single Speed aufgebaut,
das macht auch richtig Laune zu fahren. Bin ich die letzte Zeit sehr viel gefahren, ne? Jetzt auch in den Videos. Ne? Und wenn ich auch mal so privat gefahren bin, bin ich eigentlich fast immer mit diesem Fahrrad gefahren. Ja, und es gibt halt so viele Räder. Genauso wie sowas, ne? Ja, so ein Lastenrad finde ich auch geil. Ne? Hätte ich genug Kohle, ich hätte, glaube ich, noch ein paar mehr Fahrräder im Keller stehen. Ja, so ein Lastenfahrrad ist natürlich auch eine geile Sache, weil, ja, ich habe ja kein Auto mehr, ich brauche auch kein Auto mehr, aber so für gewisse Sachen, denke ich mir, wäre schon ganz geil, etwas zu haben, wo man mal ein bisschen mehr mit einpacken kann. Ne, zum Beispiel, Sohnemann fährt zu seinem Schwimmkurs und anstatt mit dem Bus dahin zu fahren, wäre natürlich so ein Lastenrad geil. Packt das Kind mit da ein, ne? Der sitzt da gemütlich drinne nach seinem Training und ich kann ihn nach Hause fahren. Ne, das wäre zum Beispiel ein Grund für ein Lastenfahrrad. Aber ich hätte auch Bock wirklich auf Enduro und sowas. Ne? Also ich finde halt alle Fahrräder geil. Ich will irgendwie alles fahren. Ne? Ich finde alles interessant. Klapprad, vielleicht sogar BMX. Ich gucke ja immer ab und zu bei eBay Kleinanzeigen nach so alten Fahrrädern. So BMX, alles mögliche. Ne? Ich gucke mir halt einfach alles mal an. Ja, und das ist das, worum sich der Kanal dreht. Alle Fahrräder. Ich möchte nicht auf einen Fahrradtypen beschränkt sein. Deswegen würde ich mich auch freuen, wenn ihr auch nicht so beschränkt seid und alle Fahrräder geil findet. Ne? Ja. Und natürlich auch mit jedem Fahrrad touren, egal wie lang, wie groß, wie weit, wie schwer, ist egal. Hauptsache Fahrrad fahren, weil das ist etwas, ich muss mal wieder sagen, etwas, das erfüllt mich einfach. Ne? Das macht einfach Bock, es ist so ein Stück Freiheit, einfach irgendwo hinzufahren. Heute habe ich mir auch keine Tour geplant, normalerweise plane ich so eine Tour, weil ich habe gleich noch Spätschicht, dass ich auch pünktlich wieder zu Hause bin. Und diesmal dachte ich, ey, du fährst einfach in den Königsforst, kennst dich ja so ein bisschen aus, ballerst einfach rum, quatschst ein bisschen in die Kamera, hast wieder ein YouTube-Video. Und ja, ich finde es auch geil, sich einzusammeln, Leute, ne? Ich sag, wie es ist. Ja, muss die Waschmaschine nur wieder her, ne? Ja, auf jeden Fall wollte ich nur das loswerden, dass wirklich jedes Fahrrad auf meinem Kanal willkommen ist. Und ja, mal gucken, wie man das machen kann, dass auch viele Fahrräder in meinen Videos vorkommen, ne? Vielleicht kann man sich mal irgendwo eins ausleihen. Ich werde ja auch irgendwann wieder in Berlin sein, da gucke ich dann auch mal. Vielleicht über Listenride oder sonst was. Ne, dass man sich ein cooles Fahrrad da irgendwie organisiert, womit man ein bisschen rumfahren kann. Ne? Ja, so, ich schwinge mich jetzt noch auf meinen Alpinstars Almega XT und radel den Rest nach Hause. Leute, meine Tour ist soweit beendet, weil viel mehr kann ich nicht fahren, weil ich muss mich ja noch duschen und dann habe ich Spätschicht. Ja, Thema war ja wirklich nur was Kleines, ne? Ist auch einfach so, einfach mal aus der Blase rauskommen, weil auch schon wieder erfahren, es gibt Leute, die kleben in ihrer Blase und sind so beschränkt in ihrer Sichtweise. Da muss man mal rauskommen und mal anders gucken und schnüffeln, ne? Und ne, gerade fahrradbezogen, ja, es gibt so viele Fahrräder. Ein paar YouTuber gibt es ja, die auch mal andere Luft geschnuppert haben. Also mir fällt jetzt gerade so Miss Peaches ein, die ja eigentlich Mountainbike-Videos macht, hat sich dann aber mal aufs Rennrad geschmissen. Ne? Einfach mal machen, Leute. Ne? Ja, so viel dazu. Wie gesagt, ich radel jetzt noch nach Hause, muss mich abduschen und dann sitze ich schon wieder am Wochenende schön am Rechner. Ja, wie sich das hier hört. Ne? Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche. Ich weiß noch nicht, auf was für einem Fahrrad, aber wir sehen uns garantiert auf einem Fahrrad. Haut da rein, Leute. Ciao. Ah, nee. Ich will diese Kette nicht anfassen.